Ja, liebe Leute, heute geht's weiter mit unserem Bus-Simulator. Und wir machen heute ein bisschen Geld verdienen, natürlich, wie wir das so schön machen. Wir sind gerade, ich habe die Routen jetzt offen. Warum habe ich die Routen offen? Ganz einfach, weil ich was planen möchte. Ich hoffe, dass ich es hinkriege. Habe ich die Busse nicht? Freue mich nicht. Hey. Das war jetzt geplant, dass ich mir... Ich hatte mir tatsächlich die DLCs geholt. Tatsächlich. Oder mich, dass wir jetzt tatsächlich doch nicht haben. Okay, eigentlich war es aber geplant. Jetzt hätte ich die DLCs, habe ich die Busse sowieso vorrätig. Na gut. Wie dem auch sei, habe ich nicht. Aber ich kann die gar nicht nur kaufen, ne? Wir gucken mal gerade kurz eben im Shop nach. Warte mal. So, Schnellreise. Wir haben also 195.000. Wir können jetzt schon demnächst wieder neue Busse kaufen. Eigentlich ist das jetzt ein bisschen... Warte mal. Ich gucke gerade nur, ob ich... Ich hätte tatsächlich alle Busse frei, ja. Oh, nett. Neues Fahrzeug. Eine Weco. Ja, wie gesagt, ich habe das Bus jetzt hier gekauft, alle drei. Von MAN, von Iveco und von VDL. Die drei Dings, genau. Okay. Dementsprechend darf ich jetzt natürlich, habe ich jetzt ein paar andere Busse noch zur Verfügung, als nur die paar. Warte mal, ich gucke gerade, ob ich noch mal was habe hier. Was. Hier ist noch ein 10G. Oh, ein Cosplay. Oh, die Dinger sind das. Wie die Leute wissen, ich bin Busfahrer. Ich habe das Fahrzeug tatsächlich schon in dem Live gesehen. Den Crossway LE. Okay. Schönes Ding. Definitiv. Das dürfte eine Weco sein. Ja, ist eine Weco. Jetzt aber, wir haben das alte Modell, glaube ich, gesehen damals. Ich gucke nur gerade mal ein bisschen durch, was wir hier noch so an Fahrzeugen haben. 495, 10G. Hier ist noch ein kleiner 500.000. Das Ding ist ein kleiner Bus und kostet eine 500.000. Wow. Naja, gut. Okay, ich dachte, wir hätten jetzt noch ein bisschen... Wir hätten jetzt noch mal Fahrzeuge. Nehmen wir mal die billigsten. Ja, das sind ja diese 330.000, ne? Die zwei. Den werden wir uns irgendwann noch mal gönnen. Klar, den werden wir uns wahrscheinlich zum Abschluss noch mal gönnen. Aber der hier kostet auch nicht so viel. Der hier kostet Wartung und Geld an 900. Nee, alles gut. Dann müssen wir mal gucken, dass wir einen kleinen... Dass wir dann erstmal noch ein bisschen was fahren. Ich dachte, ich hätte jetzt tatsächlich noch einen Bus. Aber Gott. Du hast jetzt eine Stunde 18, die will ich aber nicht fahren, die Route. Deswegen werden wir... Was haben wir denn überhaupt an Routen noch, die so ein bisschen... was hat das klingt? Einmal alles bitte, die Route 9. Die dauert aber so lange, die dauert... Ja, da müssen wir dann Split machen, ja? Die kostet nicht so lange hier, die 7000 doch. Und die hier als 18. Also das sind jetzt drei Routen, die noch nicht so viel Geld bringen. Und noch nicht Zufriedenheit bringen. Okay. Die hätten wir noch ein bisschen. Aber die müsste man. Die müsste man wieder splitten. Denn, eins bei Folgen. Nicht so ein bisschen. Aber wir haben ja eine Route. Wir machen das jetzt etwas anders. Ich glaube, wir haben eine Route, die bringt uns ja. Was ist 20.000, ne? Oder was ist das? Welche ist denn das? Die hier. Ich könnte ja das Doppelte bringen, nämlich 42.000, wäre ich bei fast 100.000. Dann bräuchten wir drei Tanztage und hätten die 300.000 zusammen. Ich glaube, so machen wir das auch. Die werden uns jetzt einen kleinen Bus kaufen. Also keinen 10G-Bus, sondern einen kleinen Bus an Dings und werden den auf, diese Route setzen. So hat mir das tatsächlich auch jemand geschrieben. Warum du nicht einfach sagst, warum die hier an so viele Busse wie möglich auf die Routen ballern und damit halt den Zahltag holen. Deswegen werden wir das jetzt auch tun. Wir werden den Citaro kaufen, den kleinen hier. Wir werden den auf die teure Route packen. Und bringen da holen, damit wir aufs Doppel dann gehen. Und dann werden wir bei 80.000 pro Route. Dann brauchen wir noch einen, Zahltag. Hauen wir dann noch einmal auf die Route. Dann haben wir hier noch ein bisschen, dürfen wir was mehr, weil die müssten ja 20.000 pro bringen, ne? Pro Zahltag. Und dann könnten wir tatsächlich was machen. So, ich kaufe den Bus hier. So, ja wieder. So, das heißt, ich werde dann einmal die Route 8 nehmen, einen Vollzeitfahrzeug nehmen. Dann müsste ihr mich eigentlich jetzt bringen. So, Zuweisung bearbeiten. Ne, brauchen wir nicht. Zuweisung bearbeiten brauchen wir jetzt nicht. So,
So wüsstest du eigentlich, wenn ich jetzt. Genau. Ja, tatsächlich hat mir das eine Fahrgast, hat mir das ein, ja, ich weiß nicht, ob er Abonnent mittlerweile ist, aber noch in der Community drin ist. Aber vielen Dank für diesen Tipp, dass du mir da die Strecke reingehauen hast. Wir werden auf diese Route hier die Busse vollballern. Und dann einfach richtig einen machen. Dann versuchen wir uns halt direkt die Busse zu machen, um eine Mission zu machen. Ja, so machen wir es auf jeden Fall. Gut. Wir warten heute ein bisschen Fahrt. Natürlich. Ich guck mal, was wir gerade hier als Straße haben. Die Feststreiche. Westspeicher, das ist diese hier. Gut, gehen wir mal rüber zu Spell. Gehen wir mal rüber zu Westspeicher. Eigentlich war jetzt alles geplant. Ich wollte nicht den Bus jetzt mitnehmen. Du sollst nämlich wieder auf die Strecke zurück. So, du gehst mal zurück auf die. So, ich brauche Westspeicher. Route 5. Ist das die da? Route 5? Guck mal gerade mal drauf, was das ist. Ja, es ist die Route 5. Gut. Dann holen wir uns den Bus und zwingen wir den Bus hier. Einmal kurz annehmen und starten in die Runde. Vielen Dank. Herzlich willkommen zurück. Ach, du kommst mit. Ja, ich fahre selber. Nein, 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 nein. Ich fahre selber. Wobei ich gerade was anderes noch. Was ich noch was anderes machen will. Wir müssen den Bus. Müssen wir die 300 noch was 1000 pro Bus Route bekommen, pro Zahltag bekommen. Und dann geht das relativ schnell mit dem CNG-Bus. Würde ich sagen. Wir müssen jetzt bei 80.000 sein. Die wir jetzt bekommen. 60.000 plus die 20 noch dazu, also 80.000 ist so das Grobe. Und dann können wir die Mission. Wir können ja mal zwei Tage müssen wir alle leisten. Wir gehen da auf 60. Nicht auf 60.000, nicht auf 80.000, nicht auf 100.000. Auf 5 Bussen. Also wir sollen alles mit den Feuern und den Bussen knallen.
Entschuldigung. Übrigens, ich habe das jetzt ein bisschen falsch berechnet. Wir kriegen nicht 20.000 pro Strecke mehr, sondern 40.000. Zumindest auf der einen, weil es ja Ping-Pong-Modus ist. Der fährt ja quasi zweimal die Strecke und deswegen kriegen wir halt mehr. Und nicht nur die 20.000, sondern 40.000. Also wenn ich jetzt mit welchen Bus, den ich da reinsetze, kriegen wir 40.000. Wenn ich da natürlich jetzt noch zwei Busse, drei Busse reinsetze, dann kriegen wir nochmal 120.000 mehr. Dann sind wir schon bei 180.000. Quatsch. Oder? Warte mal. Wir kriegen 40.000 pro Bus. Bei drei Bussen 120.000 extra, dann sind wir ja schon bei 200.000. Naja, alles gut. Wenn wir zwei, drei Busse noch haben, kriegen wir schon irgendwo hin. Wir kriegen ja quasi pro Zahltag einen Bus. Zumindest einen einfachen Benziner. Wir sollen uns zwar CNG-Busse kaufen, aber ich will die wir müssen quasi die Mission jetzt ein bisschen vorbereiten, dass wir die in einem Rutsch kriegen. Dass wir die in einfach kurzer Zeit wegkriegen. Dann brauche ich nicht da noch ewig drei Tage, um drum zu melden. Aber wir haben halt, wir beschäftigen uns auf jeden Fall noch ein bisschen. So. Oh, ja, natürlich. Ich liebe es, wenn du am Abbiegen bist und schön auf die Abbiegung konzentrierst. Und ja, ich bleib einfach mal stehen. So. Die nächste Stelle ist hier vorne. Die Route ist relativ kurz. Deswegen heißt das so. Dann werden wir die wahrscheinlich jetzt eine Weile fahren.
So. Haltestelle kann man wieder ausgebaut werden. Warte mal. Auf hier. Hey! Hallo. Ich möchte mehrere Fahrkarten kaufen. Okay. Danke. Einfache Fahrt, bitte. Mein Sohn hat gerade in der Marketingabteilung von Wachowski Industrie angefangen. Na, dann herzlichen Glückwunsch. So, jetzt sind wir Gott sei Dank wieder ein bisschen im Zeitplan. Obwohl er angeblich immer noch zeigt, außer verplanmäßig. Aber es ist halt nicht tragisch. Also wenn ich die Rote überfahren hatte, der war auch halt überfahren, weil der ist die ganze Zeit hier mitgezogen, das Auto, was hier links nehmen muss. Ist. Ich habe die Emotion gegeben, ich habe die Ampel gar nicht gesehen. Da habe ich nicht drauf geachtet. War gerade so ein bisschen im Fahren drin. Ja. Haltestelle kann wieder ausgebaut werden. So. Moinsen. Gar nicht, wie weit sind wir im nächsten Zahltag? Nur hingehen. Ja. Danke. So, alle Leute da und tschüss. Ich glaube, wenn die 5 Euro die 100% kriegen, wir sowieso ein bisschen mehr Geld. Also diese einmal alles Route, das ist definitiv eine Route, die. Und ich kann es eigentlich mehr oder weniger rausnehmen, weil die A nicht so viel Geld bringen, wenn ich die jetzt auf die andere Route den Bus nochmal frei, den freien Bus setze, verdienen wir im Endeffekt mehr. Ja doch, das war mal so. Warte mal, ich habe mich mal kurz an die. Wir haben ja gerade ein bisschen Luft. Ist jetzt gerade egal. Dann lösche ich die Route nämlich raus, die bringt jetzt nämlich nicht so viel Geld, wie sie sollte. Dann ist es ist eh unwichtig. Wir nehmen jetzt die Route 11. Die, warte mal, wo ist denn die? So, warte mal, wo sind die? Die 20.000er. Die bringt das nämlich schon ein bisschen wieder mehr Geld, als wenn ich sie jetzt. Warte mal, Fahrplan, Busfahrplan, Vollzeitfahrzeug. Bam. Wir haben jetzt einen Bus, der frei ist, der quasi auch mit auf diese Route geht. Und der jetzt im Endeffekt mehr Geld bringt, als wenn ich die jetzt die ganze Zeit fahre. Warte mal. Wir machen's. Wir ballern jetzt einfach gerade die Busse drauf auf die Route. Das ist ja gut. Die ist jetzt einfach zum Geldfarmen da. Der bringt uns jetzt 10.000. Der bringt uns jetzt 9.000. Die wird es 14.000. Dann können wir die 5er. Die ist jetzt hier die Route. Die ist noch eine kurze Route. Die nehmen wir auch raus. Die hat der bringt ja so viel Geld nicht. So, die bringt uns. Es ist gerade. Was ist gerade los? 11, 7.000, 9.000, 57.000. Bus, Vollzeitfahrzeug. Annehmen. So. Was bringt die uns jetzt? Immer noch 57.000? Ich dachte, wir bringen uns jetzt ein bisschen mehr Geld. Ja, dann nehmen wir Haufenkastfahrzeug. Wir nehmen jetzt wieder einen Bus raus hier und nehmen den jetzt als Hauptverkehrsfahrzeug. Ja, dann machen wir das doch so. Was würdest du jetzt uns bringen? Immer noch nur 57.000, okay. Glaube ich, dass du jetzt so wenig Geld bringst. Oh,
vergessen, fürs Abendessen einzukaufen. Naja, dann gibt's eben Pizza. So, Fahrzeug. Du sollst eigentlich schon. Du sollst. Könnte man nochmal was doch. Nehmen wir den hier raus. Nehmen wir wieder hier rüber. Und haben dann. Die fahren wir noch auf 5 danach. Weil zumindest ist das Geld, was es rauskommt. So, wir gucken mal, ob wir es hinkriegen. Ist jetzt nur gerade. So, warte mal, gleich hier noch zurückfahren. Wir haben jetzt immer wieder Zeittag. Wie viel haben wir denn überhaupt noch auf der Hand momentan? 197.000. Wir sind gerade bei plus minus 1, was war das? Plus minus 0, was wir jetzt eben hatten. So. Du bist also schwarz gefahren, ha? So, rote Fahrer mit raus. Mache ich gerade. Wir sind fast wieder beim Zahltag. Gucken, was wir am Ende kriegen. Wir waren hier bei fast 100.000. So. Ich brauche eine Fahrkarte. Danke. So. Schwarz gefahren. Da müssen wir vielleicht mal noch warten. Ich habe ja gehört, das war da eine. Die Dame war es vielleicht. Oh, tut mir leid, ich muss sie verloren haben. Ja, nicht mal. Hier, bitte. Hier. Noch einer. Hier, bitte. Da war. Alter, was geht ab? Noch einer. Alter, was ist los hier? Ich hätte den noch einer. Schon verpasst. Ich hab dann vergessen, eine Fahrkarte zu kaufen. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist das Foto meiner Katze. Ah, hier, bitte. So, gut. Was war denn bei so einer Stadt? Wir haben bestimmt die Stadt 7, 8, 9 da drin. Und da haben wir schon wieder einiges rausgekriegt. Da haben wir schon wieder die rote Ampel raus. Ich habe noch einen kleinen Fall raus. So. Ich hab dich wahrscheinlich schon kontrolliert, aber das war einfach geil. Hast du keine Fahrkarte? Und dann ist Pech gehabt. So. Wir fahren jetzt hier auf die zwei Haltestellen ab. Und dann machen wir hier einen kleinen Break. Und dann werden wir uns wahrscheinlich noch mal einen Bus kaufen. Zum anderen in diesem Fall, wenn die Herauffahrer unter sitzen, wenn ich dann halt Step by Step und ich gehe fahren. Verzeihtagen. Damit man da und nach dem Bus herkommt. Wenn einer kommt, auf wieder auf eine 9000 Route setzen. Oder vielleicht auf, diese hier, ich nachdem, wie viel die jetzt bringt gleich. Am Ende. Ich werde schon auf diese hier, weil die 100% verscheißen wird. Dann hätten wir sie auch durch. Und dann machen wir das so, dann haben wir es soweit geschafft. Ich glaube, man hat das so schnell ausgesehen. Und dann auch, das war eine Runde.
So. Gut. Ich sage dir als Zuschauer und sage, danke auf jeden Fall für deinen Tipp. Hoffe ich, dass das cool ist. Das ist hier, vielen Dank. Aber ich glaube schon, bei den Aufmerksamkeit, jetzt wird die Bibel des Abonnenten gehe ich davon aus, dass es so war. Und da brauchen wir schon 60.000 pro jetzt. Wir sind ja mittlerweile fast im Doppelten jetzt. Das ist kurzer Tag. Da brauchen wir nicht allzu viele Folgen. So, jetzt habe ich jetzt die Helium. Und dann haben wir es geschafft für heute. Da geht es in den nächsten Folgen weiter mit. Genau, da haben wir diese Route hier, wenn wir noch einen zweiten Bus drauf haben. Da geht noch ein bisschen die Route 3. Wir werden auf die Route 3 noch einen Bus setzen. So ist es richtig, weil die bringt immer dann 11.000. Dann würde die nämlich das Doppelte gleich bringen. So. Das nenne ich die perfekte Brandposition. Da sind wir. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Morgen um 16 Uhr, wenn ihr Bock habt. Bis dann. Ciao.